Häufig sind es Menschen mit extrem schlechten Umständen, die später außerordentlich erfolgreich werden. Was machen diese Menschen anders? Und wie haben sie es geschafft, trotz dieser ungünstigen Umstände erfolgreich zu werden? Ich werde dir jetzt zeigen, wie diese Menschen denken und wie du diese Art zu denken in deinem Leben integrieren kannst, um so erfolgreicher und glücklicher zu werden und dir ein Leben nach deinen Vorstellungen aufzubauen. Das Wichtigste, das jeder erstmal verstehen muss, ist, dass niemand jemals wirklich perfekte Umstände hat. Sie wirken vielleicht von außen betrachtet erst einmal perfekt, aber vielleicht ist genau das der Grund, warum sie eigentlich nicht perfekt sind. Wenn wir beispielsweise seit unserer Geburt alles in die Wiege gelegt bekommen, weil wir super talentiert sind und uns kaum anstrengen müssen, dann entwickeln wir wahrscheinlich gar nicht erst das Verlangen, große Ziele zu erreichen, weil es uns ohnehin schon so gut geht. Bei mir persönlich war das beispielsweise so, dass es mir extrem leicht gefallen ist, gewisse Dinge zu lernen und ich paradoxerweise genau deshalb dann irgendwann massive Probleme in der Schule hatte, weil ich es einfach nie gelernt habe, mich anzustrengen und zu lernen. Oder wir bauen auch einfach nie das Durchhaltevermögen und die Resilienz auf, die es braucht, um erfolgreich zu werden. Das heißt, jede Erfahrung hat seine positiven und seine negativen Seiten, seine Vorteile und seine Nachteile. Es ist immer nur eine Frage der Perspektive. Es ist deshalb ein großer Fehler zu denken, es geht uns schlechter als anderen. Denn andere hatten vielleicht viel ungünstigere Umstände und genau das war der Grund, warum sie überhaupt erfolgreich geworden sind. Ich habe beispielsweise einen Kunden, der als Jugendlicher, als Kriegsflüchtling aus Eritrea nach Deutschland kam, der unter schlimmsten Umständen aufgewachsen ist, unter einer Diktatur, unter Bürgerkrieg, der extrem viele schlimme Dinge erlebt hat. Und genau das war der Grund, den er als Antrieb genutzt hat, um sich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und glücklicher Familienvater zu werden. Doch wenn wir unsere Umstände als extrem schlimm bewerten, dann stellen wir uns als Opfer dieser Umstände dar und nehmen sie als Begründung dafür, dass wir gar nicht erfolgreich und glücklich werden können. Akzeptiere also die Karten, die du im Leben ausgeteilt bekommen hast. Denn wenn wir uns als Opfer unserer Umstände hinstellen, dann schaden wir uns damit nur selbst, weil wir dadurch automatisch die Macht an unsere Umstände abgeben. Wir sagen uns dann selbst, erst wenn sich dieses und jenes ändert, erst dann kann ich erfolgreich und glücklich werden. Dabei sollten wir uns nicht wünschen, dass die Umstände besser sind, sondern dass wir besser werden, dass wir die Stärke haben, trotz gewisser ungünstigen Umstände erfolgreich zu werden, dass wir die Stärke haben, auch dann erfolgreich und glücklich zu werden, wenn nicht alles in unserem Sinne läuft. Denn mit ziemlicher Sicherheit sind ungünstige Umstände, die du möglicherweise jetzt gerade hast, mitunter die größte Wachstumschance in deinem Leben und ein wichtiger Faktor auf deiner Reise, um tatsächlich dorthin zu kommen, wo du hin möchtest. Doch wenn du dir permanent wünschst, dass alles anders gekommen werden, dann stehst du wortwörtlich im Konflikt mit der Realität, die einfach jetzt so ist, wie sie ist. Und das, was war, lässt sich auch nicht verändern. Das Einzige, was du verändern kannst, ist dein Blick auf die Umstände, deine Einstellung zu den Umständen und zu deiner Vergangenheit. Um also zu lernen, deine Umstände erstmal zu akzeptieren, schau dir an, was du an deinen Umständen, an deiner Umwelt verändern kannst und was nicht. Und sag Ja zu dem, was du nicht verändern kannst. Denn wenn wir innerlich Widerstand leisten gegen die Dinge, die wir einfach nicht verändern können, dann entstehen noch viel, viel größere Schäden und viel, viel größere Probleme als durch die Umstände selbst. Aber egal wie plausibel, wie echt und wie nachvollziehbar deine Gründe und Ausrede sind, sie bringen dich einfach kein Stückchen weiter, keinen einzigen Millimeter. Den Umständen oder anderen Menschen die Schuld zuzuweisen, ist im ersten Moment viel, viel leichter, als für die Umstände und für die Situation trotzdem Verantwortung zu nehmen. Und deshalb machen es auch die meisten. Wir sprechen es dann vielleicht nicht laut aus, aber im Grunde sagen wir uns dadurch im Inneren, ich bin machtlos. Ich bin schwächer als meine Umstände. Doch die Wahrheit ist, wir haben immer Macht über unsere Situation. Wir haben immer zumindest die Wahl, wie wir darüber denken. Und unsere Art zu denken ermächtigt uns dann, auch die richtigen Schritte zu tun, um unsere Situation zu verbessern und zu verändern. Das wusste auch schon Viktor Frankl, der berühmte Buchautor aus dem Zweiten Weltkrieg. Er war in einem Konzentrationslager gefangen und schrieb in seinem Buch, dass man ihm alles nehmen konnte, außer die innere Freiheit, die Freiheit, darüber zu entscheiden, wie er die Dinge sieht, die Freiheit über seine innere Einstellung zum Leben und der Situation.
Und er meinte, dass das dafür verantwortlich war, dass er nie an den Umständen zerbrochen ist und sich nie unterkriegen hat lassen und deshalb letztendlich auch überleben konnte. Daran erkennt man deutlich, dass alleine die innere Einstellung darüber entscheidet, ob uns ungünstige Umstände schwächer oder stärker machen, ob wir dadurch widerstandsfähiger werden oder noch fragiler, ob wir daran zerbrechen oder ob wir unsere Umstände wie beim Boxen als einen Sparringpartner sehen, der uns stärker, besser und widerstandsfähiger macht. Sobald wir uns erst einmal dieser Chance bewusst werden und dieses Mindset annehmen, entwickeln wir Schritt für Schritt etwas, das sich Antifragilität nennt. Nämlich, dass wir durch diese Widerstände, durch die ungünstigen Umstände immer stärker und stärker und dann schlussendlich unaufhaltsam werden. Es gibt einen Kurzfilm, der das schön verdeutlicht. Nämlich, in dem geht es um zwei Brüder, die mit einem zerstörerischen Vater aufgewachsen sind, der alkoholabhängig war und auch extrem gewalttätig. Und als die beiden Brüder getrennt voneinander aufwuchsen, wurde der eine extrem erfolgreich und glücklicher Familienvater von zwei Kindern. Und der andere ist komplett abgestürzt und wurde sogar drogenabhängig. Als man die beiden gefragt haben, warum sie diesen Weg eingeschlagen haben und warum das aus ihnen geworden ist, sagten beide genau das Gleiche. Was hatte ich denn für eine andere Wahl? Der eine Bruder ließ sich von diesen Umständen runterziehen und ließ sie sein gesamtes Leben ruinieren. Und der andere Bruder sah sie als etwas Ermächtigendes, das ihm erlaubt hatte, das Gegenteil von einem Leben aufzubauen als das seines Vaters. Auch hier ist die Kernbotschaft. Es sind nicht die Umstände, die darüber entscheiden, wie sich unser Leben entwickelt, sondern was wir aus diesen Umständen machen und wie wir diese Umstände sehen. Auch in der Persönlichkeitsentwicklung ist ein ungünstiges Umfeld, ungünstige Umstände das perfekte Umfeld, um zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Es gilt das gleiche Prinzip wie bei unseren körperlichen Grenzen. Auch da brauchen wir Widerstand, auch da brauchen wir Gewichte, um uns über unsere derzeitigen Grenzen immer weiter hinauszuentwickeln. Denn auch in den widrigsten Umständen gibt es immer Chancen und Möglichkeiten, etwas zu lernen oder sich mental weiterzuentwickeln. Wir müssen nur anfangen, uns auf die Suche zu begeben nach diesen Geschenken, die sozusagen in den schlechten Umständen verpackt sind. Ein Projekt ist gescheitert. Okay, woran ist es gescheitert? Wo waren die Schwachpunkte? Was kann ich verbessern, dass es das nächste Mal erfolgreich wird? Alles scheint gegen mich zu laufen. Perfekt, ich kann lernen, damit mit diesen schwierigen Umständen umzugehen. Ich kann lernen, auch in solchen Umständen weiterzuwachsen und in diesen Zeiten alle anderen zu überholen. Meine Voraussetzungen halten mich zurück oder ich habe schlechtere Voraussetzungen als andere. Perfekt, ich kann den Beweis antreten, dass ich auch trotz dieser Voraussetzungen erfolgreich werden kann und dann in den guten Zeiten an allen anderen vorbeiziehen kann. Die Umstände müssen nicht über unser Leben bestimmen. Wir können uns genauso die Voraussetzungen kreieren, die wir haben wollen, wenn wir die Verantwortung dafür übernehmen. Aber da ist es extrem wichtig, eine Vision zu haben, für die es sich lohnt, diese Widerstände, diese Umstände zu überwinden und an sich zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Denn wenn du auf dem Weg oft hinfällst, scheiterst oder Fehler machst, vergiss nie, es gibt im Prinzip keine Fehler. Es gibt nur Strategien, die für ein Ziel gut funktionieren und für ein anderes nicht. Und jedes Mal, wenn wir ein Ziel nicht erreichen, ist das nichts anderes als ein Feedback, das uns dabei hilft, in Zukunft leichter und schneller dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Fehler zu machen und zu scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern es ist eine Grundvoraussetzung für Erfolg. Es ist eine Grundvoraussetzung, um dorthin zu kommen, wo du hin möchtest. Das heißt, jedes Scheitern, jeder Fehler ist letztendlich ein Meilenstein auf dem Weg zu deinem Erfolg und zu dem Leben nach deinen Vorstellungen. Aber egal wie oft du scheiterst oder wie ungünstig gerade deine Umstände sind, das, was dir am meisten weiterhelfen wird, ist es dir einfach Menschen zu suchen, die schon dort stehen, wo du hin willst und die genau diese Widerstände, genau diese Umstände bereits schon mal überwunden haben. Denn diese Menschen haben einerseits das Wissen, wie man dort ankommt und wie man erfolgreich wird. Und andererseits haben sie auch das Mindset entwickelt, das notwendig ist, um diese Umstände zu überwinden und können es dir beibringen. Das kann beispielsweise bedeuten, dass du Mastermind-Gruppen beitrittst mit erfolgreichen Menschen oder dass du dir Coaches und Mentoren suchst, die dich unterstützen. Denn wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann waren es immer meine Coaches und Mentoren, die mir am meisten geholfen haben, insbesondere in den Zeiten, wo die Umstände extrem ungünstig waren, wo ich das Gefühl hatte, dass einfach alles schief läuft und sich das
Universum gegen mich verschworen hat. Die richtigen Menschen an deiner Seite zu haben, die dich bei ungünstigen Umständen unterstützen und dir weiterhelfen können, ist meiner Meinung nach der Schlüssel, um schwere Umstände schnell zu überwinden und an deine Ziele zu kommen. Wenn du selbstständig bist oder dir gerade ein Unternehmen aufbaust und wenn du möchtest, dass ich dich persönlich dabei unterstütze, deine vollen PS auf die Straße zu bringen, alle Hindernisse, die sich dir in den Weg stellen, zu pulverisieren, dann trag dich jetzt ein für eine kostenlose Strategiesession. Denn in dieser 1:1 Strategiesession werden wir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan entwickeln, wie du dein Leben und dein Unternehmen auf das nächste Level katapultierst. Klick also jetzt hier auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung und trag dich ein für eine kostenlose Strategiesession.